Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier ist der Marc Hagenbeck, seines Zeichens Mentalist, Gedankenleser und Rampensau. Und ich bin der Sashi und wir moderieren heute Daily. Ja, und wir haben heute den 11. Mai und am 11. Mai hat Geburtstag wer? Salvatore Dali. Salvatore Dali, geboren am 11. Mai 1904. Und was soll man groß über ihn erzählen? Ihr ja, alle kennt natürlich seine Bilder, diese zerlaufenden Uhren, der Elefant auf den Stelzen und so weiter und so fort. Was ich mal über Dali gehört habe, er hat, als er damals seine Frau kennengelernt hat, da hat er sich mit Schafsmist eingerieben, um männlich zu riechen. Mhm. Aber wieso, was man nicht alles so tut für die Wieso riecht man männlich, wenn man nach Schafsmist riecht? Ist das so? Riechst du gerne nach Schafsmist? Riecht es deine Frau gerne? Ich frage sie mal. Ja, frag sie mal. Das ist eigentlich. Das wenn ist ich nicht ständig im Studio abhänge, frage ich sie mal. Und am 11. Mai ist in Deutschland auch der Paragraph 238 entstanden. Also wurde um den Paragraph 238 erweitert. Mhm. Und dabei geht es um das Stalking. Ja. Ja. Also der Psychoterror wurde eingedämmt. Mach mal hier, guck mal hier. Stalking. Also wenn das nicht Stalking ist. Das ist auch Stalking hier, guck mal. Ja. Da guckt einer durchs Wandloch, ne? Ja, genau. Ja. Das war am 11. Ganz wichtiges Thema. Mai 2006. Ja. 2006 erst eigentlich mit dem Stalking, ne? Ja, das ist erstaunlich, dass das so lange gedauert hat, bis da mal jemand was gegen gemacht hat. Das ist doch gar nicht lange her. Manchmal malen die Mühlen der Gesetzgebung wirklich sehr, sehr langsam. Und die Zunge spricht auch sehr langsam. Ich mach da mal weiter. Ja, was war noch am 11. Mai? Am 11. Mai, und zwar 2016, wurde der Tag des Berges als Feiertag in Japan eingeführt. In Japan? In Japan, ja genau. Das wurde bewusst in die Zeit des buddhistischen Ahnenfestes gelegt. Und weißt du auch warum? Nee. Da gibt es mehrere hintereinander folgende Tage, an denen die Leute frei haben. Und das wurde gemacht, um den Konsum in Japan anzukurbeln. Pinke Pinke. Pinke Pinke, genau. Schlau, die Japaner. Oder wie die Japaner sagen, Pinke Pinke. Sag das der Japaner. Ja, okay. Ich streich das mal hier. Und am 11. Mai 1981 wurde in London im Musical Cats von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. Läuft das eigentlich noch? Das lief ja ewig, oder? Das weiß ich nicht so genau. Ja, findest du, fandest du das irgendwann mal gut? Boah, Guck mal hier. Entschuldigung. Ich habe das immer nur gesehen im Fernsehen, so als Trailer von der Show, genau wie Starlight Express. Ist das nicht irgendwie so Memories? Ja, ja. Memories. Ja, ja. Ja, das ist, fand's nie gut. Also ich, das hat mich nicht so, Musik, ich bin so kein Musical-Typ irgendwie. Ja. Doch, auch schon mal, also, aber ich bin eher so Blue Man Group. Blue Man Group fand ich gut. Das ist doch ein Musical. Musical? Ja, aber läuft auch in diesen Musical-Domes und so weiter. Ja, kein Musical. Aber auf jeden Fall wurde Cats 1981 am 11. Mai uraufgeführt. Das wissen wir jetzt. Und wir wissen, dass heute Tag des Berges in Japan ist. Ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Das Strafgesetzbuch wurde um Paragraph 238 erweitert. Und Salvatore Dali hat heute Geburtstag oder hätte heute Geburtstag gehabt, sagen wir mal so. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 12. Mai. Tschüssikowski!